fängt ja gut an. Katja Bohnet. Wir sind hier angelangt, wie ich Ihnen vorstellen darf, bei Krähentod. Schriftstellerin, Verfasserin von Kriminalromanen, war zu Gast im Domhotel Limburg. Ansonsten viel Vergnügen und einen schönen Abend. Literatur à la carte. So lautet die Eventreihe, die regelmäßig ein kulinarisches und literarisches Erlebnis bietet. Diesmal war es Katja Bohnet, die aus dem dritten Buch Krähentod ihrer Kriminalreihe um Ermittler Viktor Seitze von Rosa Lopez vorlas. Die beiden sind ein Team vom LKA Berlin. Sie ermitteln in Berlin. Und um vielleicht kurz für Sie den Anschluss zu machen an den Roman Kerkerkind. Mit dem zweiten Buch Kerkerkind hat Katja Bohnet den sechsten Platz der Krimi-Bestenliste belegt. Viktor hat seiner Großmutter Mila, einer sehr eigensinnigen Person, eine Hochzeitsreise versprochen. Und die Großmutter war natürlich glücklich und möchte diese Reise antreten. Und Viktor geht mehr oder minder gezwungenermaßen mit. Und was Sie als Schriftstellerin von Kriminalromanen lernen, ist, erstens machen Sie keine Gefangenen und zweitens lassen Sie keine Zeit verstreichen. Neben diesem literarischen Leckerbissen wurde vom Koch des Domhotels kulinarisch Köstliches kredenzt. Ein Drei-Gänge-Menü verzückte die Gaumen der Gäste, die diesen Abend in jeder Hinsicht genossen haben. War wirklich schön. Gutes Essen, das haben wir gehabt. Das sind wir gewohnt. Nette Gespräche. Eine gute Idee, ja, sehr gute Idee. Sehr spannend. Die Hauptrolle des Abends hatte Katja Bohnet inne. Sie studierte Philosophie, war als Weltenbummlerin unterwegs. Der WDR schätzte sie als Moderatorin und ihre drei Kinder nebst Mann freuen sich, wenn sie gemeinsam ihre freie Zeit miteinander verbringen können. Dank ihres großen Erfolges bleibt ihr davon leider immer weniger. Katja Bohnet war bereits 41 Jahre alt, als sie ihren ersten Kriminalroman zu Papier brachte. Das war nicht geplant und bin bis heute immer noch selbst überrascht, wie es dazu kam. Aber was ich Ihnen sagen kann, ist, dass es an einem Aschermittwoch geschah. Und da hatte ich offensichtlich so einen starken Drang, eine Geschichte niederzulegen, dass ich meinen Mann gebeten habe, einen alten Computer für mich aufzustellen, den wir noch im Keller hatten. Und dann habe ich innerhalb von 3 Wochen einen Roman untergeschrieben. Dass sie gleich einen Erfolgsroman herausbrachte, war für sie überraschend und unerwartet. Weil das wirklich Schreiben aus einer Not heraus war. Ich glaube, das macht auch einen großen Unterschied, ob man Literatur schreibt oder ob man irgendwas für den Markt macht. Ich behaupte ja, dass das hier schon auch außergewöhnlich ist und das ist es, weil da eine persönliche Not dahinter steckt. Die Schüsse halten nach. Der Mann sackte zusammen und Viktor fand sich halb über eine Frau gebeugt auf dem Boden wieder. Fängt ja gut an, dachte er. Viktor meinte damit seinen ersten Urlaub seit Jahren, die zweite Reise nach Russland, sein ehemaliges Heimatland, die er innerhalb eines Jahres unternahm. Katja Bohnet hat zu ihren Romanfiguren eine ganz besonders eigene, intime Art der Beziehung. Das sind beides durchaus leidgeprüfte Ermittler und Ermittlerinnen. Sie sind es deshalb, weil sie mit diesem Paket und dieser Geschichte zu mir kamen. Aber in erster Linie brauchen sie, wenn sie mehrere Bände schreiben, wirklich ein gutes Team, das sie durch diese Reihe trägt. Wenn sie gute Figuren haben, dann haben sie als Schriftstellerin keine Arbeit mehr. Sie müssen nur noch ihre Finger zur Verfügung stellen und diese Sachen eintippen. Weil diese Figuren werden immer ihren eigenen Weg gehen. Katja Bohnet taucht beim Schreiben ihrer Romane sehr tief in die erdachte Welt ein und lebt in dieser Phase virtuell gemeinsam mit ihren Figuren und sieht die Welt mit den Augen ihrer Helden. Man muss seine Figuren kennenlernen. Die klopfen ja nicht an und man setzt sich hin und fängt an, sondern die kommen zu einem, man lernt sie genauer kennen, man unterhält sich mit ihnen im Kopf, man schaut, wie sehen die überhaupt aus, was sind das für Typen. Und ich finde, also für mich persönlich ganz wichtig ist, ich muss zu denen wirklich eine Beziehung haben. Ich muss auch das Gefühl haben, ich kenne deren Vergangenheit, ich habe zumindest eine Ahnung davon. Und ich würde sagen, dass es auch nicht hinderlich ist, fast eine Art erotisches Verhältnis zu haben. Ich möchte es nicht eine Liebesbeziehung nennen, aber schon ein erotisches Verhältnis, leicht aufgeladen, weil man hängt ja verdammt lange mit diesen Typen rum, viele 100 Stunden, und deswegen sollte man sich auch wirklich gut leiden können. Selbst die Bösen sollte man irgendwie gut leiden können.
Es entwickelt eine Eigendynamik, die wirklich für mich auch immer wieder überraschend und beglückend ist. Aber irgendwann wird das auch ungesund. Man hat ja ständig nebenan sich sitzen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann ist es ganz gut, wenn man auch mal einen Cut macht. Und seitdem ist das Ganze etwas rationaler geworden. Immer in Zeiten, wo ich wirklich im Flow bin, wenn es mir vergönnt ist, längere, also mehrere Wochen hintereinander an einem Roman zu schreiben, was selten ist, und ich in so einen Flow komme, dann ist das wieder so, dass die sich materialisieren und einen nicht loslassen. Beim Joggen, im Badezimmer, die sind immer da. Aber jetzt habe ich das auch ganz gut im Griff, dass ich auch das Buch zumachen kann, den Laptop zuklappen kann und dann ist auch Ruhe. Ein bisschen Hintergrundinformationen bekommt und wie so der Schaffensprozess ist, wie sie zu ihren Figuren kommt. Ja, das ist schon was anderes, als wenn man nur zu Hause auf dem Sofa sitzt und das Buch liest. Das war ein sehr schöner, kurzweiliger und auch für uns ungewöhnlicher Abend. Das ist das erste Mal, dass wir sowas mitgemacht haben. Und ich fand das sehr toll, wie das die Autorin gemacht hat. Man kannte die Handlung nicht, aber sie hat das auch sehr gut erklärt und so auch das gesamte Buch so im Schnelldurchlauf dann präsentiert und hat so einige Highlights präsentiert und das hat uns neugierig gemacht. Ja, es ist spannend gewesen. Essen war auch gut, sehr gut. War das erste Mal, waren wir hier in dem Freundeskreis, das war sehr, sehr schön. Nicht nur bei Katja Bonitz Zuhörern fand dieser spannende und zugleich genussreiche Abend großen Anklang. Auch sie selbst hat diese besondere Atmosphäre genossen. Ausgezeichnet, besonders der Nachtisch. Ich bin immer für einen Nachtisch zu haben. Und damit meine ich jetzt nicht meinen literarischen Nachtisch, sondern tatsächlich den Schokokuchen. Nein, es war eine sehr schöne Atmosphäre. Ich habe mich sehr wertgeschätzt gefühlt, auch vom Publikum. Es war sehr aufmerksam. Schön auch das Timing. Ich bin eigentlich eine Puristin, will ich Ihnen gestehen. Ich glaube nicht, dass wir für Literatur Essen und Wein brauchen. Aber ich fand die Mischung ganz wunderbar und habe das sehr genossen, hier zu sein. Und hoffe, das war nicht das letzte Mal.